Hi, schön, dass ihr einschaltet zu meinem, wie nennen wir es eigentlich, Fazit, Buchboxen, mit der Zauberbüchse fangen wir an, 2023, ja, ich glaube so irgendwie in dem Dreh rum, kann man das eigentlich sagen, ja. Wir schauen uns einfach mal meine Buchboxen an, die ich jetzt letztes Jahr die ganze Zeit bekommen habe. Die Zauberbüchse habe ich im Juni gekündigt gehabt, weil ich die Buchboxen ja nicht nur wegen den Büchern kaufe, sondern auch wegen den Goodies. Und die Goodies haben mir bei der Zauberbüchse irgendwann mal nicht mehr gefallen. Obwohl ich sagen muss, das Jahr ja wirklich mit einer bombastischen Buchbox angefangen hat. Und zwar natürlich im Januar mit der Buchbox, wo ein Schloss aus Silber und Scherben von Ariane L. Silvers drin war, wo jetzt seit letzten Monat, im Februar, Band 2 rauskam. Das ist dieses wunderschöne Schätzchen gewesen mit diesem Buchschnitt. Die Neuauflage sozusagen hat einen anderen Buchschnitt, aber das Buch sah so aus. Also so fing das Jahr mit der Bücherbüchse an, Zauberbüchse. Und hatte dann auch noch diesen schönen Print innen drinnen. So, glaube ich, sieht man es besser. Das Buch selber kann ich mich nicht beschweren. Habe ich gemocht, obwohl mich die, sagen wir mal, Maren ab und zu ein bisschen aufgeregt hat. Aber es sind sehr interessante Themen drin und das Ende war schon etwas gemein. Ich gebe es offen und ehrlich zu, ich habe den den Farbschnitt von Band 2, der dazu passend zu dem hier sein soll, gesehen und er gefällt mir überhaupt nicht. Deswegen werde ich mir wahrscheinlich Band 2 nur als E-Book holen, weil ich will dann kein Buch haben, was mir nicht gefällt dazu. Also gebe ich offen und ehrlich zu, aber ich will es weiterlesen. Um was geht es denn in dem Buch? Sollte ich vielleicht auch noch nebenbei erwähnen, oder? wir haben hier eine Fantasy-Welt natürlich. Und Prinzessin Maren lebt in einem Königreich, das verarmt ist und gegen ein anderes Königreich Krieg führt. Ein Prinz aus Kindheitstagen, mit dem sie, sagen wir mal, etwas vorgefallen ist, weswegen sie nicht mehr gut auf ihn zu sprechen ist, bietet an, sie zu heiraten und somit mehr Geld in die Kasse zu bringen. Sie tut alles für ihr Königreich, also begibt sie sich zu ihm und somit beginnt eine sehr interessante Geschichte mit viel Mobbing vor allem. Es erinnert mich mehr so an ein Märchen, aber nicht so Disney-mäßig, mehr so für Erwachsene, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, wie gesagt, Band 2 werde ich mir nicht in dieser Ausgabe holen, einfach weil mir der Farbschnitt nicht gefällt. Und auch der Farbschnitt von der neuen Ausgabe sozusagen gefällt mir auch nicht. Deswegen kommt es als E-Book. Aber ich hole es mir. Genau. Dann im Februar hatten wir Magic Stepped in Poison, was uns verwundbar macht. Das Buch der Themagie von Judy E. Ling drin, in diesem wunderschönen Farbschnitt. Ich mag das. Wir haben hier Ning, die nur ein Ziel kennt, nämlich ihre Schwester zu retten, bevor sie genauso wie ihre Mutter an der Vergiftung stirbt. Es wird ein Wettkampf über die mächtigsten Themagier abgehalten und die Prinzessin erfüllt einen Wunsch dem Gewinner. Also macht sie sich verbotenerweise auf den Weg dorthin und wir begleiten es. Dieses Buch ist, ich würde mal sagen, gewöhnungsbedürftig. Also es ist nicht gerade voller Spannung und ein Page-Turner, sondern es ist wie ein Tee. Man muss es genießen und man merkt so mit der Zeit die Raffinesse dahinter, würde ich fast schon sagen. Band 2 habe ich schon hier, auch als Bücherbüchse-Ausgabe, steht aber noch auf meiner Ruby. Möchte ich noch dieses Jahr lesen. Da war es schon in der Box so, wo ich ein paar Sachen nicht so gut fand, obwohl sie perfekt zum Buch gepasst haben. Das muss ich dazu sagen. Als im März
Dieses Buch ist schon bei mir ausgezogen. Ich werde es euch hier einmal das Cover einblenden. Und zwar ist es Galant im Garten der Schatten von E. Ich sage ihren Namen immer falsch rum. V.E. Schwab, so rum. Ja, da hatte ich auch schon ein paar Sachen gesagt, oh, das gefällt mir nicht so. Da fing es schon an, auch im März, wo ich schon festgestellt habe, ha, doch nicht so. In dem Buch ging es um Olivia Prior, die im Waisenhaus aufgewachsen ist. Und ja, ihren Vater kannte sie nicht, ihre Mutter hat sie eine Zeit lang gehabt, aber sie vergisst so langsam ihre Stimme. Und einfach nur ihr das Tagebuch. Ihre Mutter ist geblieben. Sie selbst kann nicht sprechen, sie hat keine Stimme. Deswegen schreibt sie alles auf der Schiefertafel. Und plötzlich kommt ein Brief ihres Onkels und er bittet sie, zu ihm zu kommen. Bloß keiner wusste, dass der Onkel einen Brief geschrieben hat und ist etwas überrascht von ihrer Ankunft. Dieses Buch habe ich tatsächlich, glaube ich, ein oder zwei Tage, nachdem es ankam, gleich gelesen und war nicht so meins. Deswegen habe ich es auch nicht mehr. Es war sehr Gothic-artig, also sehr düster. Mir hat es auch gefallen, dass, obwohl sie ja keine Stimme hatte, man ihre Stimme gehört hat. Aber es war jetzt kein Buch, wo ich sage, wow, ich habe es immerhin durchgelesen. Ja, weil das muss man ja auch dazu sagen. Aber es war jetzt keins, wo ich sage, Lese-Highlight oder so. Oder ich würde es noch einmal lesen. Ich weiß, wo alles es hingeführt hat. Und deswegen war es so, okay, kommt weg. Im April hatten wir dann, oh, kommst du her, das Buch will nicht herkommen, Stealing Infinity, die Grey Wolf Academy, Band 1 von Elise Neuel. Von der Autorin hatte ich tatsächlich auch schon ein paar andere Bücher gelesen. Das hatte jetzt diesen Farbschnitt und sonst nicht wirklich weitere Gestaltungen. Aber das Buch hat mir richtig gut gefallen, hat mir ein bisschen die Vibes von der Edelstein-Trilogie gegeben. Ich mag gute Intrigen, deswegen hat mir das Buch, Band 2 steht auch schon da, muss nur noch gelesen werden. Ja, ich weiß, ich habe sehr viele Bände, die ich eigentlich weiterlesen könnte, aber ich komme irgendwie nicht dazu gefühlt. Wir haben ja auf jeden Fall Natasha Claire, die als Außenseiterin der Highschool ist und eines Tages vor ihrem eigenen Grab steht und am nächsten Morgen in der Highschool aufwacht und weiß eigentlich nicht, wie sie in der Highschool wieder gelandet ist. Und ja, sie soll verhaftet werden, weil sie angeblich geklaut hat und die Chance bekommt, eben an diese Akademie zu gehen. Ja, und wir haben hier Zeitreisen, wir haben hier Intrigen, wir haben hier Academy. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es in Band 2 weitergeht. Ja. Da. Im Mai hatten wir Jade City, Familie ist Pflicht, Band 1 von Fonda Lee. Das Buch gab es ja bei mir zu gewinnen, deswegen ist es auch nicht mehr bei mir. Ich werde die Reihe definitiv weiter lesen bzw. hören, je nachdem. Aber es ist kein Buch, was ich noch einmal lesen wollen würde. Einfach aus dem Grund, es hat, war jetzt nicht so fesselnd. Also es ist jetzt nicht, wo ich sage, ich muss es unbedingt noch wieder, weil die Intrigen absolut genial waren. Nein, es war auch nicht, wo ich sage, so, also sag mal so, wenn ich jetzt doch nicht weiterlese, wäre es jetzt auch kein Beinbruch. Ich möchte es gerne, einfach um rauszufinden, was dahinter steckt, weil da noch ein paar Sachen offen sind. In dem Buch geht es um die Insel Kekon, wo Jade abgebaut wird. Das ist das magische Lebenselixier schlechthin und können eigentlich nur Grünblutkrieger tragen. Plötzlich taucht eine Droge auf, die fast ähnlich ist oder wo auch jeder eigentlich ist, Jade tragen kann. Und das sorgt dafür, dass eine alte Blutfehde zwischen Kaul und Ayet eskaliert. Man fragt sich halt, wer wird gewinnen oder sollte jemand gewinnen?
Ja, wie gesagt, wäre jetzt nicht so gute Intrigen drin gewesen, wäre das Buch definitiv überhaupt nichts für mich gewesen. Und dann kommen wir zum Juni. Und zum letzten Zauberbüchse, die ich 2023 bekommen habe, und zwar The Darkest Gold, die Gefangene von Raven Kennedy. Die hatte diesen wunderschönen Farbschnitt. Wir haben hier ja ein Retelling von der König Midas, das sehr düster ist, wo aktuell auf TikTok schon wieder ein, was ist das für ein Buch, Gedöns unterwegs ist, wo ich immer verstehe nicht, es ist Fantasy. Ja, ich meine, habe ich auch in meiner Rezension damals gesagt, beziehungsweise in meinem Lesemonat, mir gefällt dieses Wort Sattel auch nicht. Und ich hatte tatsächlich nachgeschaut, gehabt, ob es im Englischen auch so beschrieben wird. Und ja, ich finde diese Bezeichnung auch nicht toll und finde auch, dass es wirklich sehr erniedrigend ist, sowas über eine Person zu sagen. Andererseits ist es halt eine Geschichte, die genau darauf auszielt und genau darauf hinweist. Und ich sage, okay, ich quäl's es nicht, aber es passt auch irgendwie zur Geschichte, weil gewisse Sachen einfach so beschrieben werden. Wie gesagt, ich bin selbst nicht begeistert davon, aber ich liebe die Geschichte und bin auch gespannt. Ich habe Band 2, 3 und 4 schon da. Muss ich noch weiterlesen und Band 5 ist auch schon vorbestellt. Also ich kann dann, ich glaube, ich warte bis Band 5 da ist und dann suchte ich die ganze Reihe auf einmal. Ja, also ich bin wirklich gespannt. Das war dann mein letztes Buch, was ich von der Zauberbüchse 2023 bekommen habe. Ich weiß, dass es manchen genauso ging, weil ich habe das ja gesagt, dass ich deswegen gekündigt habe, weil ich einfach die Goodies nicht mehr schön finde. Und eine Buchbox tue ich ja abonnieren, weil ich die Goodies zu den Büchern oder haben oder Bookmerch so Sachen haben möchte. Und wenn die mir dann nicht mehr gefallen, ja, dann bezahle ich nur noch für die Bücher und lasse den Gedöns weg. Und ich muss auch sagen, 4 von 6 Büchern sind noch da. Ja. Ich habe nachgeschaut, 2022 ist es tatsächlich viel mehr Bücher gewesen, die ausgezogen sind. Also, ich habe auch gesehen, was in dem letzten Jahr, also 2023, noch an Büchern drin war. Ein paar davon habe ich, andere haben mich überhaupt nicht interessiert, gebe aber offen und ehrlich zu. Ich habe ein Buch von diesem Jahr schon vorbestellt. Das kommt mit meiner Mai-Lieferung. Und da ist nämlich die Februar, das Februarbuch mit drin. Und ja, ich habe schon geahnt, dass das Buch ist und ich bin froh, dass ich mich dazu entschlossen habe. Also die Bücher selbst sind nicht mein Problem gewesen. Es waren einfach die Goodies. Für das, was ich bezahle, waren es einfach nicht meine. Deswegen sage ich ja, das ist immer auch Ansichtssache. Ne? Wie gesagt, ihr wollt einfach nur mal so ein kleines Fazit machen und euch zeigen, erstens, wie viele Bücher habe ich gelesen? Zauberbüchse hat super geklappt. Und natürlich, wie viele Bücher sind eigentlich noch da geblieben? Lohnt sich das überhaupt? Und ich kann euch sagen, Illumigrate und Fairyloot mache ich auch noch. Und da war ich selbst überrascht. Also lohnt sich, den Abonnieren-Button zu drücken, um diese Videos nicht zu verpassen. Und einen Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Und schreibt mir gerne drunter, ob ihr noch die Zauberbüchse habt. Und wenn ja, wie es euch gefällt. Bis dahin, tschüss.